Guten Tag auch aus meinerseits. Wir kennen diesen Satz, wir haben keine Zeit. Es fängt so eine Geschichte an. Vielleicht hat ihr unterschiedliche Content gehört. Eine Spaziergänger geht im Wald und er sieht zufällig Waldarbeiter. Und dadurch, dass er nie so eine Arbeit gesehen hat in wirkliches Leben, durch seine Neugier geht weiter in Wald und dann sieht, dass die Arbeiter schweißgebadet sind. Und es geht noch nah und er sieht, dass die Instrumenten nicht so gespitzt sind, die Achse nicht so ganz im richtigen Zustand ist. Und dann geht zu dem Vorarbeiter und er macht ihm aufmerksam auf dieses Wissen, was er selber gesehen hat oder gefunden hat, dass die Instrumenten nicht so ganz richtig sind. Und dann die Vorarbeiter sagt, ja, ist mir das bewusst, dass das nicht so alles ist, wie es sein soll, aber wir haben keine Zeit. In Zeiten, die ständige Änderungen und die schnelle Bewegungen, was uns jetzt die Digitalisierung anfordern und die Zeiten, wo wir es leben, wir brauchen Pausen, wir brauchen Denkpause, dass wir uns weiterentwickeln können und dass wir zum neuen Marketing-Tricks oder neue Joomla-Software-Ideen oder neue Extensions zum Lernen und dass wir schneller und effektiver sind in unserer Arbeit. Live-Video als digitale Content-Strategie. Jeder kennt das. Auf Social-Media-Kanälen sind Foto beliebter als Texte und Video beliebter als Bilder. Ein Live-Video erzeugt sogar eine ganz andere Wirkung. Live ist einmalig und man tritt direkt in Kommunikation. Upgrade von Web 2.0. Wir wissen, die Web 2.0 war die Interaktion statt Monolog auf Dialog und deswegen die Update kann man mit dem Live-Video quasi stehen von ein paar Jahren. Viele von uns kennen das, beim einem Rockkonzert dabei zu sein. Dabei sein ist etwas ganz anderes. Viele Zuschauer erwarten genau das, einen spontanen und authentischen Auftritt. Dabei muss nicht alles perfekt sein. Wir sind schließlich auf Social Media Kanälen nicht am Fernsehen. Das heißt, wir haben zwei Begriffe zu klären. Eine sind Live-Video und eine ist digitale Content-Strategie. Die Content-Strategie, es scheint so aus, mir war es nichts bewusst, ich habe sie in Wikipedia angeschaut, dass das Begriff Content-Strategie stammt aus der Web-Entwicklung. Und es ist später im 90er Jahre in den USA entstanden. Mit dem Web 2.0 und mit der Entwicklung von Social Media konnte jeder Benutzer Inhalte im Netz schnell veröffentlicht werden. Dadurch steigt die Zahl von Text und Bilder und Video rasant an. Viele Unternehmen am Anfang haben wir bei der Suchmaschinenoptimierung schon gehört, haben auf Maße statt Qualität am Anfang angesetzt. Keywords, Dichte war es wichtig, das haben wir auch dort gehört. Deswegen in früheren Zeiten haben wir weiß auf weiß oder schwarz auf schwarz, dass wir die Keywords-Dichte unter ganz gut eingesetzt haben. Aber diese Zeiten haben sich geändert. Deswegen die digitalen Inhalte sind für User und die Suchmaschinen freundlicher geworden. Und deswegen, oben und unten hat sich geändert, aber umsonst bleibt alles gleich. Erst in dem Google am Ende des Jahres 2000 immer wieder seinen Algorithmen umgestellt, um dem User gute Inhalte zu liefern. Google hat es erkannt, dass er als Werbefläche quasi keine schlechte Werbung weiterliefern kann. Und deswegen fängt so dieses Umdenken an, was kann man die uns quasi als Anbieter oder die unsere Kunden sozusagen umstellen, dass wir bessere Inhalte bieten,
Und deswegen wir arbeiten wir, ob wir wollen oder nicht, alles für Google. Weil wir müssen so ansetzen, dass dieses Algorithmus wirklich schon zu folgen und besser zu machen. Und das kommen wir auch wieder zu dem Satz, dass wir keine Zeit haben. Wir sind zu beschäftigt mit unseren Aktivitäten und deswegen wir finden keine Zeit, neue Marketingtaktiken zu experimentieren und mehr Umsätze zu lukrieren oder unsere Marke Bekanntschaft auf unsere Marke zu steigern. Und wir können es delegieren, das ist auch klar, aber authentisch müssen wir weiterbleiben. Und ob wir beschäftigt sind oder nicht, es ist unsere Aufgabe, dass wir diese Zeit finden und uns weiterzuentwickeln. Wir brauchen Freiräume und Flexibilität. Wir brauchen dieses Freiräume, weil wir müssen dieses neue Bewegungen oder neue Entwicklungen folgen und quasi Zeit finden dafür. Wir können dieses Freiräume selber schaffen und selber besser machen. Videonetzwerke effektiver nutzen. Zum Beispiel das YouTube, das weiß ja sicher jeder von euch, ist die zweitgrößte Suchmaschine in der Welt. Und wir müssen es auch so einsetzen, dass wir uns gefunden werden. Facebook Live Video probiert auch als einen TV-Kanal zu fungieren und so zu funktionieren. Und deswegen Seeding, Seeding, Seeding oder das Gleiche, so wie Lage, Lage, Lage. Jeder von uns wohnt in einer Wohnung und wenn wir etwas suchen, egal so die Eigentum oder in zur Miete, wir wissen es, wir zahlen für diese Lage, Lage, Lage. Und hier ist ungefähr das ähnliche Prinzip. Und jetzt kommen wir zu der Frage, warum Live-Video? Was bringt uns das mehr? Ich kann auch ganz normal ein Video machen, schneiden und dann auch online stellen. Wo liegen die Unterschiede? Warum das Live-Video eine bessere Content-Strategie ist als eine normale Video? Das heißt, wenn ich eine normale Video mache, es ist ein Verlust von Werbefläche und Glaubwürdigkeit. Wir haben am Anfang gesagt, dass an einem Rockkonzert die Leute sind locker, die erwarten die direkte Kommunikation, die wollen etwas Authentisches sehen und etwas Glaubwürdiges, dass sie sich wirklich freuen und dass sie gleich in Kommunikation treten mit der Gruppe oder der das Auftritt macht. Aber was macht die Livestreaming so erfolgreich? Du bist, wie ich schon gesagt habe, du bist glaubwürdig. Und diese Glaubwürdigkeit dadurch, dass sich die Leute verstehen, dass du live bist und du kannst nicht manipulieren, was passiert, weil ein Video kann man immer so auf bessere Licht präsentieren und ein bisschen manipulieren die Meinung von den Leuten und ein paar Sprüche vielleicht schneiden oder etwas besser machen oder vielleicht im Licht ist ganz anders, kann man sich in besseres Licht vorstellen. Es ist schwieriger. Es ist viel schwieriger, dadurch die einzelnen Möglichkeiten ist, ich mache Facebook Live Videos seit fast 2 Jahren, seit 1,5 Jahren und wirklich jede Woche mindestens eine, sogar mehr. Ich mache in Form von Interviews, stehe ich nicht alleine von der Kamera, für das komme ich auch ein bisschen dazu. Durch das Gespräch kann man nur stoppen und löschen, wenn das etwas schief läuft. Aber kann man nichts mehr schneiden, wenn das schon dabei ist. Und wenn man schon so viel trainiert hat, man merkt das schon auch. Weil das ist so dieses Gespräch und so dieses und weiter sind nichts mehr dabei. Ob sie ein Handy haben oder ob sie eine Kamera, die mit 20 Leuten und 4 Videos gespult haben, das
Das wenn wir ein paar Bilder quasi, man sieht es gleich, dass nicht nur von einer Kamera ist, wenn die Kamera in unterschiedliche punktual stehen. Und zu zwei, wir sprechen auch für schnell und effizienter gemachte Content. Die Thema ist so, wir können uns helfen als Unternehmer mit dem Live-Video als Content-Strategie, dass wir eine Content im, im Start von 2-3 Stunden etwas sinnvoller zu produzieren, dass die User sich das gerne anschauen und teilen wollen. Wir können es vor 20 Minuten eine Video online stellen. Dieses Video auch dem Gesprächspartner oder wenn das Content interessant ist, wird viel, viel 10-mal oder sogar mehr gerne geteilt als einen normalen Blogbeitrag, weil die Blogbeiträge zum Beispiel, ich habe es selber ausprobiert bei dem Facebook-Ads, wenn man eine fremde Links drinnen gibt in dem Content und wenn man eine Ads zahlt auf quasi einen Blog auf seine Seite, auf ein Live-Video, bei dem Live-Video, wenn man Werbeanschaltung macht, kommt man auf 2-3 Cent normalerweise und wenn man auf mit dem fremden Links zum seinem Blog eine Werbe anschaltet, kann man auf 50 oder 60 Cent kommen. Dadurch, wie die Facebook mag, niemand will verlassen werden. Und wir sprechen für das, weil wir wollen auch nicht verlassen werden, wenn das jetzt jemand geht und weiter. Und das ist das Gleiche hier, wenn man eine Content produziert in dem gleichen quasi Oberfläche, in dem Sinne von Facebook oder YouTube. Ja, bitte. Okay. Dann und wer kommt auf deine eigene Homepage? Wie lieferst du die? Ja, ja, aber das spreche ich auch in dem gleichen SEO, 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 weil wenn man auf dem Seite quasi die Leute hinbringt, das heißt, man muss die YouTube nutzen als Suchmaschine, dass man weiter zu dem Seite kommt. Man muss die Facebook nutzen als Suchmaschine, dass man weiter auf dem Seite kommt, weil es ist zu teuer, wenn man sagt, ich mache nur Google AdWords als SEO, 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 mache keine organische Suche, was das auch dem Begriff war, weil dann es ist schon im teuren Bereich, wenn man wirklich nur und sogar Google sagt, ich zeige keine schlechte Werbung. Das heißt, wenn man zahlt, es ist auch nicht die Garantie, dass man gezeigt würde, obwohl man auch sehr viel bezahlen. Ja. Ja, Konkurrenz ist überall hoch. Sie wollen etwas, ja. Genau. Ich meine, es gibt es zum Beispiel Vimeo, wo man das dort unterdrücken kann, weil ein Vimeo-Video kann man auf seine Seite einbetten.
Und deswegen kann man das schauen. Und die Statistik sagt, dass es ein Live-Video 10-mal mehr gesehen würde als ein normales Video. Und deswegen, wir wollen quasi kostenlose... Genau. Und wie ich schon gesagt habe, 10-mal mehr Zuschauer und die sind viel mehr aufmerksam, weil die schenken Aufmerksamkeit auf diese Glaubwürdigkeit, was dieses Medium im Sinne von Live-Video bietet. Live-Video als Content-Strategie, weil wir haben schon gesagt, dass die Live-Video authentisch sind. Live-Video sind direkt, ungeschont und unmittelbar. Der User hat das Gefühl, bei dem Geschehen dabei zu sein. Er nimmt den Inhalt mit dem Erlebnis wahr. Er schenkt den Inhalten diese Glaubwürdigkeit. Der User bekommt das Gefühl, eine direkte Drähe zu dem Unternehmer, einzelne Person oder der Marke aufzubauen. Er fühlt sich als Teilhaber oder als Teilhaber oder Mitakteur des Geschehens. Ja, es erfordert Überwindung durch gleichzeitige spart ihr auch sehr viel Zeit zu schneiden und alles noch perfekter zu machen. Es wird nicht perfekt, weil ein Live-Video gibt es diese Möglichkeiten, man kann sich mit dem Perfektionismus nicht nach unten setzen, man musste schon nach Besseres streben, aber durch die Erfahrung, man lernt das, wie kann man es noch besser machen und ich habe es wirklich mit eigener Erfahrung ausprobiert, ein Video zu drehen und ein Live-Video zu drehen. Nach 2 Stunden ist nicht gekommen auf die normale Video, Live-Video war für 10 Minuten fertig und es war online, es war nur ein Text oben, musste es auch dabei haben. Und dann kann man weiterarbeiten und Geld verdienen. Weil das, was wir machen als Content-Strategie, ist das quasi ein Teil für unsere Suchmaschinenoptimierung oder dass wir besser gefunden werden oder wahrgenommen werden von unseren Kunden oder unsere Marke besser gezeigt werden. Warum? Das ganze Aufwand für mich lohnt sich, weil es ist wirklich so, dass man sich vor eine Kamera zu stellen und quasi unsichtbare Kunden vor sich zu haben, weil wir sind jetzt auf ganz andere Situation. Ich sehe ihre Reaktionen und kann mich in eine oder die andere Formen die Frage besser verstehen durch die Emotionen, durch die Gesichtsausdrücke. Und beim einem Facebook-Live-Video, man sieht, dass man Zuschauer hat, aber wenn die nicht reagieren und wenn man quasi keine Likes oder keine Kommentare schreiben, man sieht nur eine Zahl oben, aber man weiß nicht, wer zuschaut, was passiert, was denkt der Person oder was überhaupt ist. Deswegen am Anfang ist schon ein bisschen erschreckend. Nicht erschreckend, aber es macht nicht so wirklich diesen riesigen Spaß, wo man sich aufdenkt. Aber dadurch, dass diese Strategie wirklich sehr viel Zeit spart und es ist eine kostenlose Möglichkeit, dass unsere Marke oder wir als Unternehmer uns zeigen können, ich finde, es lohnt sich deswegen, weil die Facebook es pusht immer noch so dieses Medium und auch die YouTube oder bei Instagram sind auch noch besser gezeigt, dieses Video. Und deswegen finde ich es immer noch als Begehr. Ich wollte euch ein kurzes Video zeigen. Wir haben darüber gesprochen, warum ist so dieses Respekt davon oder warum ist so dieses Angst, kann man sagen, dass man vor sich eine unsichtbare quasi Feind vorstellt. Es ist Feind am Anfang. Nein, nicht die Kunde. Ich meine, die Feind ist der, der zuschaut und wenn man ohne zu wissen, wer dahinter steckt. Nicht die Kunde ist keine Feind. Weil man schaut nicht nur die Kunden. Aber was ich noch, wenn Sie gesagt haben mit dem Feind,
Es ist interessant, dass durch diese Glaubwürdigkeit und diese Authentizität, es wird es so wie eine SIP. Dann kommen nur die Kunden, quasi die sie an uns glauben und die sie glauben, dass wir die richtigen Unternehmer sind, dass wir denen weiterbringen können. Und das spart uns auch noch einmal Zeit. Weil dann gibt es keine freien Gespräche, dass wir etwas probieren zu überzeugen, was wir vielleicht nicht sind oder nicht machen können. Und dann kommen nur die Richtigen. Ja, einen schönen guten Tag. Ich bin Margarita aus Online-Podium. Ich sitze heute wieder mit Manuela und wir haben uns ein spannendes Thema ausgesucht. Angst von Live-Video, Angst von sich live zu zeigen und auch ein Video zu machen als Unternehmer. Was kannst du darüber sagen? Warum ist das so? Ich kenne das selber sehr gut. Darum kann ich da doch einiges dazu sagen. Und zwar ist es mir selber so gegangen. Vor meinem allerersten Facebook-Live-Video oder grundsätzlich meinem Video, das ich online gestellt habe, bin ich mit meinem Hund auf der Hundewiese gesessen und wollte dort ein Video machen. Und ich hatte meinen Finger schon beim Handy auf den Knopf, um auf Aufnahme zu drücken. Und da kam in mir so ein Stress hoch, dass man dachte, na, geht nicht. Ich kann da jetzt nicht auf Aufnahme drücken, das geht nicht. Und vielleicht interessiert euch jetzt natürlich, warum das denn so ist. Das kann natürlich verschiedene Aspekte haben. Ein Aspekt, den ich heute mal aufgreifen möchte, ist folgender. Wenn man so ein Video dann online gestellt hat, wenn man sich gezeigt hat, wenn man sichtbarer geworden ist online, dann könnte es durchaus sein, dass dann natürlich andere Menschen andere Sichtweisen dazu haben, zu dem, was du gesagt hast. Das heißt, es könnte dann zum Beispiel ein sehr kritisches Feedback kommen. Und dann ist die Frage, wie man mit diesem kritischen Feedback umgeht. Okay, und wie kann man mit dieser kritischen Sichtweise umgehen, dass man sich sozusagen, dass man schon die Wille, sich zu zeigen, nicht verliert? Ein ganz einfaches Tool, was ich euch gerne mitgeben mag, ist zum Beispiel, ihr kriegt dieses kritische Feedback. Das heißt, ein Mensch hat euch seine Sichtweise geschrieben, die vielleicht jetzt nicht unbedingt positiv ist. Dann heißt es aber nicht, dass alle anderen Menschen das auch so sehen. Denn es ist lediglich die Sichtweise eines Menschen, der euch das geschrieben hat. Das heißt, was ich zum Beispiel dann mache, wenn ich kritisches Feedback kriege, dass ich in mir die Haltung habe, okay, das ist eine interessante Sichtweise dieses Menschen. Nicht mehr, aber auch nicht weniger. Und dann gibt es vielleicht Feedback, was sehr positiv ist. Und den Fokus einfach auf die positiven Dinge zu richten. Denn wenn man sich online zeigt, wenn man sichtbar wird und seine Sichtweise im Internet präsentiert, dann ist das seine eigene Sichtweise. Und natürlich gibt es andere Sichtweisen auch dazu, wie es auch zu diesem Video sicherlich auch andere Sichtweisen geben wird. Wir sehen, die Tom Oberbichler schaut uns zu und schickt liebe Grüße. Wir sagen auch liebe Grüße zurück. Und schöne Zeit dir auf Mallorca, da wo du immer bist mit dran auf die Taste. Ne? Schreib so die E-Books. Wow, okay. Toll! Und der hat so eine tolle Camp dort. Stimmt, deine Kappe. Okay, das heißt, es ist sozusagen diese Idee, die Glas ist halb leer oder es ist halb voll. Man kann immer sagen, das ist sozusagen die halb volle Glas, es ist nur ein Mensch, denken nicht alle so. Ja. Genau. Das heißt, diese innere Haltung, wie ihr mit eurem Thema, mit dem ihr euch präsentieren wollt, umgeht, ist ganz, ganz wichtig. Das heißt, euer Warum. Warum wollt ihr euch online zeigen? Oder warum möchtest du jetzt an dieses Video? Oder welche Botschaft ist da dahinter? Warum schlägt da dein Herz dafür? Was ist es, was es wirklich für dich ganz speziell ausmacht, dass du genau das jetzt online zeigen möchtest? Also für die Margarita zum Beispiel dieses Online-Podium, dafür schlägt ihr Herz, ja? Und dafür geht sie und haben wir uns hier getroffen bei diesem schönen Wetter wieder zum Glück, ja? Und sie hat sich beeilt, dass sie herkommt und, ja? Das heißt, was ist das, wo du sagst, genau das ist es, genau das ist meine Leidenschaft, genau darum möchte ich mich jetzt online zeigen und das präsentieren. Und dadurch wirst du auch mit kritischen Sichtweisen anders umgehen können, weil dafür einfach dein Herz schlägt. Und was ist dein Tipp, wie kann man umgehen oder wie kann man das ein bisschen für sich besser zufriedenstellen oder sich besser machen? Meinst du jetzt ein Online-Video? Wenn man genau, ein Online-Video beim Online-Video, genau. Was kann man sozusagen dieses Angst oder dieses ungutes Gefühl sozusagen ein bisschen drücken und dass man sich doch zeigt, dass man den Button klickt. Dass man doch drückt. Etwas ganz, ganz Simples, was du jeden Tag tust, denn du atmest jeden Tag. Meine Einladung an dich wäre, wenn du zum Beispiel so ein Online-Video oder allgemein ein Video machen möchtest, dass du dir zuerst einmal schaust, okay,
was ist das, warum ich es tue? Was ist dein starkes Warum? Mach es dir bewusst. Als nächster Schritt, schau auch gut dein Setting. Wo machst du es? Wo fühlst du dich safe? Wo fühlst du dich sicher? Wo ist ein, zum Beispiel hier bei uns? Ja, wir fühlen uns hier sehr, sehr wohl. Es kann, wir sind hier sehr, sehr separiert ein bisschen. Hinten fährt der Zug gerade. Wir haben hier schöne Sträucher. Wir fühlen uns hier wohl. Das heißt, wir haben dafür gesorgt, ein Umfeld uns zu schaffen, wo wir uns sicher fühlen. Dann, welche Kleidung trage ich? In welcher Kleidung fühlst du dich wohl? Ganz ein wichtiger Punkt. Der Zug ist etwas lauter. Machen wir eine Sekunde Pause und dann gehen wir weiter. Ach, sowas passiert bei einem Live-Video. Das wenn macht man gar draußen nichts. Macht, ja. Das heißt, schau auch, in welcher Kleidung fühlst du dich wohl. Ja? Das fängt schon an bei uns Frauen, bei den Schuhen. Wenn ich zum Beispiel Vorträge halte, ich ziehe nie hohe Schuhe an. Weil ich dadurch einen ganz einen anderen Stand habe am Boden. Ich habe immer flache Schuhe. Es ist, weil ich mich in diesen flachen Stuhl das ist leicht, viel, viel das ist auch Beweis und das authentisch ist. Wenn die Kleidung wir dann passt, können nicht steuern, was du rundherum uns passiert. Dann wir strahlst du auch ganz was Gott anderes oder aus was und dadurch immer, strahlst du auch im Video steuern. Etwas anderes aus. Und wenn du dann sitzt vor deinem Handy und den Finger schon auf diesen Knopf hast und kurz vorm Drücken bist und du merkst so, da ist schon eine gewisse Aufregung da, komm mal runter, atme durch, atme ganz tief in deinen Bauch. Deinen Atem in deinen ganzen Körper fließen, atme tief durch. Geh wieder in dein Warum hinein. Warum möchtest du das jetzt den Menschen mitteilen, das den Menschen zeigen? Und wenn du dann ganz bei dir bist, dann drück auf den Knopf. Ah, ich habe es ausgeschnitten, es ist nicht die Live. Ich weiß, es ist die Live-Variante, aber ich habe es nicht bis zum Ende. Was ich noch als Werbefläche gut finden kann in Facebook, was wir auch kostenlos nutzen können, wir können uns einen Filter ausarbeiten und das kostet auch nichts. Dieses Filter, wie ihr seht, man macht eine eigene Filter und kann man bei dem Video für diese Wiedererkennungswert benutzen. Und ich habe es extra die zwei Links runtergeschickt. Das ist eine ist die Facebook-Links. Die Facebook agiert das gleiche so wie YouTube oder Vimeo oder ähnliche Plattformen. Man kann ein Video einbetten, ganz normal auf seine eigene Webseite. Und dann ist direkte Verbindung mit Facebook. Man sieht es, wie viele Leute haben es geschaut und weiter. Oder was ich noch gerne mache, als, weil wir sprechen für die Content-Marketing-Strategie mit einem Video, dass wir zwei Wochen quasi unsere Social Media gut beliefern können und mit dem guten und sinnvollen Content. Zum Beispiel, man kann auf dem Vimeo jetzt habe ich hier den Link von Vimeo, die unterladen und dann auf dem Vimeo hochladen und zum Beispiel von Vimeo teile ich es gerne auf LinkedIn oder ähnliche Plattformen, weil ich finde, sinngemäß statt eine Facebook-Links dort zu teilen als eine Vimeo-Link. Und was das gleiche genau Prinzip kann ich, eine Artikel ist dafür geschrieben worden und deswegen kann ich es auf meine Seite das Video einbetten von die Vimeo oder gleich von dem Facebook. Und dann habe ich mit einem Video drei oder vier unterschiedliche Konten, habe ich gleich meine Logo drauf und dann kann dem Video quasi weitergesehen werden. Hoppala, okay. Das ist das. Genau. Sekunde. Okay. Das ist das letzte, was ich bin und stehe gerne für das Begriff Digitalisierung. Und was ich über die Digitalisierung verstehe, ist, ich spreche auch gerne über digitale Transformation, weil Digitalisierung findet schon seit 20 Jahren oder mehr statt. Und das ist, was wir heutzutage sehen, ist digitale Transformation. Aber die Idee und auch, ich denke, auch die Live-Videos als Content-Marketing-Strategie, wenn wir auf die Leichtigkeit ist vielleicht, dass diese Experimentierseite sehen und diese mutige Seite. Wir haben etwas, was uns kostenlos zur Verfügung steht. Wir müssen es nutzen, wenn wir dieses Respekt wegnehmen und wir können dieses zum Anschauen. Und wenn man denkt über dem Kinder, dieses Begriff Play, Learn und Grow Together, dann ist das leichter und man kann sich schneller nach vorne bewegen und etwas
besser machen. Und durch den Fehler kann man lernen, weil, wie ich schon gesagt habe, beim alle dieses Content, das Perfektionismus muss nicht in den Vordergrund stehen. Wenn man als Person ist, dass es nur etwas Perfekte liefern kann, es ist vielleicht nicht das richtige Medium dafür, dass man sich mit so etwas beschäftigen. Und das Letzte will ich sagen, warum sich das Ganze lohnt. Du bekommst Freiräume und Flexibilität. Du kannst eine Strategie entwickeln, eine eigene Strategie entwickeln und die Kunden in den Mittelpunkt zu stellen. Du musst dich nicht verstecken, du darfst authentisch sein, du musst nicht perfekt sein, du sparst Geld, du sparst Zeit. Du kannst deine Expertise noch besser verbreiten, du bist glaubwürdig. Und du kannst das Kundenbindung noch besser schaffen und auf eine andere, ganz andere Niveau zu bringen, wenn du mit dieses Live-Video experimentieren und weitergehen kannst. Und als Danke, es ist auch wieder die Verbindung mit dem Suchmaschinenoptimierung, habe ich quasi die Information über mich eingesteckt, was das alles wichtig ist, wenn wir eine Image posten, dass das Alttext immer gefüllt ist, aus dem Titel, was wir schon gehört haben bei der vorigen Präsentation, und das ist und das dazu noch kommen, das Begriffe, was man auch noch benutzen kann. Gibt es noch Fragen dazu? Ich habe wirklich meine eigene Strategie entwickelt. Es ist ein bisschen zufällig entstanden, aber danach ist nach einer Strategie. Ich sende nicht in eine bestimmte Zeiten. Und was ich mache beim Video, ich sage nicht, was ich genau mache. Ich mache keine Werbevideo. Ich fange direkt an mit den Fragen. Es gibt die Serie, was ich wirklich jede Woche mache. Ich treffe mich mit Unternehmern. Ich bin mehr für Wissensdienstleister da, was ich mache. Und meine Fragen sind, wer bist du und was heißt für dich Digitalisierung? Und dadurch kann ich mit dem unterschiedlichen Leuten kommunizieren, aber dadurch, dass die Termine nicht nach Zufall entstanden, aber doch nicht regelmäßig sind und ich bin unterwegs oder in unterschiedlichen Situationen, wie Sie sehen, ich drehe auch gerne draußen oder in meinem Büro, kann ich diese regelmäßigen Zeiten nicht quasi halten. Deswegen ist das etwas dabei und habe ich zu wenig Live-Zuschauer. Aber dadurch, dass die Interviews entstehen und auch dem Content keine Werbekontent ist, die Teilen und auch die Sichtbarquote ist dadurch besser. Deswegen kann man jedes eigene Strategie entwickeln und sehen, was ist besser, was ist schlechter. Und es gibt Leute, wo sie mich immer noch kritisieren, quasi, dass ich mich nicht nach vorne präsentiere. Aber wir leben in einer Zeit, wo wir alles schnell zuhören wollen und quasi nicht geplappert werden am Anfang wollen. Ja, und ich mache das noch und vielleicht hört ihr das und das und das. Und ich finde, für mich ist das besser und das verfolge ich. Genau. Genau. Wie gesagt, ich habe sehr wenig Live-Zuschauer, aber die Video, was ich schalte am Anfang, habe ich nicht. Jetzt schalte ich auch ein bisschen Werbung. Binnen einer Woche, wenn das gut geteilt ist, quasi ich und die Gesprächspartner, und wenn das noch zwei oder drei unterschiedliche Leute teilen, was das Content begrifflich ist, ohne Werbung kann man über 1000 ganz normal gehen. Ohne gut geteilt zu werden, nur in ein paar Gruppen, kann man um die 300-400 und ohne eine Werbezuschaltung, und wenn ich schalte, schalte ich auch nicht von viel Geld. Ich meine bis zum 4-5 Euro, sogar weniger. Kommt darauf an, was für Content oder für mich wirklich auch interessant ist. Aber kommt man von 300 bis zum 1500, kommt man gut ran. Ganz kurz,
Richtig. Da hätte es also sehr, sehr viel mehr. Richtig. Vielleicht Folgefrage. Warum muss man das überhaupt live machen? Wegen, wir haben gesagt, es ist schnell. Es ist schon klar. Weil die Facebook bietet uns quasi noch eine dazu Angebot, wenn wir es gleich live stellen. Das ist früher war, jetzt ist ein bisschen weniger. Es ist früher war alle die Leute in die Liste haben, die und die Person ist jetzt live. Das ist eine Werbefläche, wo wir ein normales Video nie bekommen. Jetzt ist mehr, kommt es auch so diese Benachrichtigung, wenn man drinnen in dem Timeline ist, aha, dieses Person ist jetzt live. Und dieses Werbefläche, weil wenn sie sich auch nicht live zuschauen, die haben das in dem Timeline, dass die Person jetzt live war oder etwas Ähnliches. Und das kriegen wir mit einem normalen Video nicht. Und wie schon gesagt habe, die Leute schauen sie sich laut Statistik von Facebook, aber ich kann wirklich bestätigen, weil ich habe auch ein paar andere Videos online, 10-mal mehr, wenn ein Live-Video ist, weil es steht oben, es ist ein Live-Video, als eine normale. Und dieses 10-mal mehr, denke ich, das ist schon Geld, was man sich sparen kann. Bitte sehr. Professionellen oder von Firmen aus, die das machen sollen. Ganz ehrlich, wenn eine Firma so ein Video ins Netz stellt, ja, Gegenlicht, wo Hintergrundgeräusche sind, kein Mikrofon, wie zum Beispiel jetzt hier. Ich zeige, mit welchem Mikrofon ich arbeite. Ich arbeite schon mit einem Mikro ich kann sagen, es gibt genügend Firmen, wo sie Live-Video machen. Es kann man sich auch die Ort aussuchen. Ich arbeite mit einer, weil ich habe eine Gimbal. Und deswegen kann ich auch, weil am Anfang habe ich ohne den Gimbal Video gemacht, deswegen das Video hat gewackelt, das hat sich geändert, aber das war am Anfang. Deswegen mit dem Gerät, es ist so wie ein Amortisseur, man hat die Bewegungen nicht und dazu habe ich immer ein Mikro und wenn ich mit einem Stativ arbeite, es gibt es auch solche Stative, ihr habt es gesehen, ich habe es dem Handy nicht. Das ist wirklich ganz einfach und kann man auf einen Tisch stellen. Und dann hat man freie Hände und kann man ganz normal mit sich selber kommunizieren, wenn man nur alleine ist oder mit dem Gesprächspartner. Und mit dem Gimbal, für das gibt es auch ein Stativ, wo man es stellen kann. Und dann hat man auch die freie Bewegung, kann man umdrehen zu den Personen. Das erlaubt auch ganz normale die Facebook, die Live-Videos, was dazugehören. Also YouTube, Facebook, wenn ich ein richtiges Content-Delivery-System haben kann, wo ich wirklich meine Videos drin habe, weil der Punkt ist der, das große Problem, ich bin bei Facebook, auf Facebook gebunden, ich bin bei YouTube gebunden. Wie ich auch gesagt, das ist nur eine Traffic. Ja, aber wir sprechen hier für eine Strategie. Wir machen nur eine Traffic. Wir machen nicht alle Content. Ich spreche nicht, das ist eine Lösung für alle Content, was wir als Unternehmer oder für unsere Kunden produzieren. Das ist nur ein Kanal. Quasi alle Straßen führen nach Rom. Aber dem Rom hat es nicht alle Straßen selber gebaut. Auch die anderen, die interessiert waren, haben interessiert, diese Straßen zu bauen. Da sind so dieses Backlinks, was wir auch wissen von den Suchmaschinen, aber da sind auch Links, wo sie zufällig die Leute, weil die Person ist mit dir angebunden oder in einer Form irgendwo das Gesicht gesehen zu haben und wenn das quasi das Gesicht oder wenn man die Wiedererkennungswert hat durch den Filter und was alle uns kostenlos zur Verfügung stehen, wenn wir es noch nutzen, nicht für den 100% von dem Content, das sage ich nicht. Es ist ein Teil von unserem Content, was wir produzieren. Und dann, das ist quasi unsere Schuld, dass wir mehr Geld ausgeben wollen, als quasi uns frei zur Verfügung stellen. Das große Problem ist halt, zum Beispiel in der Nacht, wenn es ein Video ins Netz stellt, wo es schwer kommt, von was auch immer, in so einer Qualität.
Ich kann sagen, die Facebook Live hat sich mit der Qualität geändert. Dieses Video ist von letztes Jahr im Sommer. Man sieht, die Sommer ist nicht dabei jetzt, weil man sieht, dass dieses Video hat eine große um die 30 Megabyte, obwohl es schon 6-7, ich habe es 2 Minuten am Ende sind weg. Und deswegen jetzt, die Videos sind größer und haben auch eine bessere, weil es so diese Komprimierung hat es früher stattgefunden, aber im letzten Jahr ist viel besser geworden. Deswegen kann man mit dieses Video. Wir haben gesagt, wir streben nicht für Perfektion. Wenn wir für Perfektion sprechen, dieses Medium ist nicht das Richtige. Das ist die Frage. Aber wer sagt, dass es negativ ist? Sie sagen, dass es negativ ist. Für wen ist das negativ, will ich wissen. Für wen ist das negativ? Ihr seid nicht meine richtige Zielgruppe, deswegen ist in dem Sinne. Instagram kann man auch live gehen. Von Twitter gibt es auch eine Plattform, wo man live gehen kann. Ich habe gesagt, mit dem Live kann man auf Instagram noch dazu gehen, kann man auf YouTube noch dazu gehen und kann man auf, habe ich jetzt vergessen, von Twitter gibt es auch eine Plattform, wo man auch live gehen kann. Die habe ich keine Erfahrung damit, aber mit den Videos, zum Beispiel YouTube-Videos haben immer noch bessere Zuschauerquote als Vimeo-Videos. Ich habe zumindest von der eigenen Erfahrung, was das Vimeo gut ist. Man kann ein Video gut verstecken, man kann dem Ende Botschaft wirklich definieren und klarstellen. Deswegen mag ich Vimeo viel gerne als dem YouTube, weil dann kann man einen Link, wenn man die bezahlte Variante hat, einen Link, ein Foto oder eine Call to Action einbauen. Und deswegen, wenn man es braucht, wirklich für seine eigene Homepage, für mich ist das Vimeo bessere Variante. YouTube ist für die Suchmaschinen dann, muss man auch beachten, weil Suchmaschinen sind uns auch wichtiger. Besucher müssen wir haben, Traffic zu unseren Seiten müssen wir in einer Form aufbauen. Ja, bitte sehr. Ja. Na, ich habe gesagt, es ist mehr eine Vernetzungsmöglichkeit, was ich nutze, weil so kommt man leicht in Gespräch. Weil wenn man mit keiner Akquise zu dem Kunden, quasi zu den Leuten geht, dass man so ein Gespräch anfängt, ist besser angenommen und die Türen stehen ein bisschen offen als normaler. Und deswegen für mich, das nutze ich wirklich als Vernetzung und als Content-Strategie, nicht als direkte Akquise. Die Akquise steht nicht im Mittelpunkt und deswegen, das ist auch drinnen immer in meiner Botschaft, ich mache keine Werbung. Wenn ich anfange mit Werbung drin zu machen, dann werde ich nicht authentischer sein. Und das werde ich etwas ganz anderes verkaufen, was nicht in dem Strategie, was ich gemacht habe, anpassen würde. Die Idee ist gut angekommen. Ich kann sagen, bis jetzt habe ich sehr wenige Absagen bekommen. Ich meine, es gibt es immer noch Leute, wo sie, denke ich, mehr Respekt haben für das Medium, deswegen wollen sie nicht rein. Aber es gibt es auch schon Leute, wo sie Interesse haben, weil sie haben jemand anderen gesehen und sagen, aha, okay. Und die sehen auch die Möglichkeiten, weil die manche sind daran angesprochen, dass sie irgendwo auf einem Video gesehen haben. Und meine Erfahrung auch, fast 90% von den Leuten, wo sie mit mir live waren, die waren zuerst das Mal live. Und das ist auch eine quasi auch
so dieses Vertrauen an mir und auch an Unternehmer finde ich auch interessant und das macht mich auch ein bisschen sicherer. Und es ist auch wichtiger, es ist so dieses kritische Ansicht, ich habe dieses kritische Ansicht nicht bekommen am Anfang und ich bekomme immer noch nicht und das denke ich stark auch. Und wenn ich jetzt eine kritische Ansicht bekomme, es werde mich nicht so interessieren, weil ich weiß, was ich mache und ich weiß, dass gut ist. Und es gibt es kritische Ansichten, das kann man nicht vermeiden. Gibt es noch Fragen? Das kann es vielleicht. Yeah.